Willkommen zurück, Leute, zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind jetzt nochmal hier beim Basislager Kammlinie, so nennt sich das. Und hier bin ich nur nochmal hingereist, um das abzuholen, was wir das letzte Mal nicht geschafft haben, weil wir dann ja unseren Freund getroffen haben. Ist hier was? Nee. Oh, doch. Cool. Jawohl. Genau, deswegen kommen wir her. Ja, und hier hatte ich das aufgemacht. Und da ist natürlich auch noch was drin. Und das will ich endlich haben. Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Die Klinge fehlt schon lange. Scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Ja, hat vielleicht auch einfach nur jemand vergessen oder ausgegraben, wo er gar nicht sollte. Und dann hat er das da reingetan. In die Schatulle. So war das bestimmt. So, und jetzt können wir wieder per Schnellreise zurück, natürlich. Und dafür gehen wir hier hin. Hier sollen wir hin. Da ist auch unser Vorratsschuppen, der wird hier angezeigt. Genau. Und ja, können wir da irgendwie mal hier... Ist hier irgendwo... Welches Lager? Gulag? Geschützter Grat? Kann man da einfach... Kann man da hinreisen zum Vorratsschuppen? Nee, ich muss hier hin, ne? Dann machen wir mal so. Leute. Vogelnester. Nester befinden sich in Bäumen und anderen. Heranpirschen Tiere sind scheu. Seien sie leise und nutzen sie die Deckung, wenn sie Beute jagen und erlegen. Bam. So, Vorratsschuppen, da haben wir das letzte Mal ja auch schon was geholt gehabt. Das war diese Zieleinrichtung, glaube ich, für, weiß ich gar nicht, für alle Waffen. Für Bogen, für Pistole, ich weiß es gerade nicht mehr. Ist schon wieder einige Tage her, dass ich gespielt habe. Macht ja aber nichts. So, kann das hier mal ein bisschen schneller laden jetzt? Dauert ja wieder lang. Diese schnelle Reise, die angeblich so schnell sein soll. Kann natürlich auch nur an meinem Rechner wieder liegen, ne? Meine tolle Kiste. Bin ja froh, dass ich meine Kiste hab. Aber so ein neuer Computer wäre schon echt toll. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, ich würde mir erstmal einen schönen Computer holen. Unter anderem. Eine neue Wohnung. Gleich auch ein paar neue Häuser für meine Familie auch gleich mit. So, jetzt sind wir hier in der Sowjetanlage. Wir sollen da vorne. So, ich glaube, da oben geht es auch lang. Ich glaube, wir sind richtig hier. Da unten sind auch nur Pilze, die lassen wir mal schön sein. Ab geht's nach oben. Jawohl. Wird jetzt auch wieder gespeichert. Und ich darf nicht... Wir haben ja so eine neue Technik jetzt hier. Ja. Und da oben kann ich ja auch hin. War das egal, wie man hier lang geht? Oh, sie friert voll. Das tut mir voll leid. Ach ja, hier bin ich ja damals runtergeknallt oder so. Da habe ich das mit Absicht gemacht. Ich laufe mal weiter, ne? Ich glaube, da oben ist der Vorratsschuppen, aber wir laufen erstmal weiter. Toll, Lara. Toll gemacht. Kannst du das hier lesen oder hatten wir das schon? Das hatten wir schon. Okay. Haben wir unsere Sprachfähigkeiten schon verbessert. Können wir das rote Tuch hier abfackeln? Indem du zum Beispiel... Nee, wie ging denn das nochmal mit den Feuerfallen? Zündet man denn nochmal die Feuerpfeile an? Die hier. Nee. Ja, und kannst du mal wieder welche basteln? Wieso nimmst du... Oh Mann, können wir gar nicht.
Hier ist auch ein Lager. Wenn hier ein Lager ist, wieso... Welches Lager ist jetzt das? Warum habe ich das nicht genommen? Funkturm. Ach ja, hier wollte ich eigentlich hin. Und wir haben ein Waffen-Upgrade. Ach so. Ja. Dann kümmern wir uns da auch gleich mal drum. Unsere Klettaxt können wir verbessern. Ja gut, die benutzen wir auch öfters mal, ne? Verstärkter Schaft. Ein beschwerter Griff erhöht die Hiebkraft, wodurch die Rüstung von Feinden nach erfolgreichen Nahkampfkombos zerbricht. Passt schon, ne? Kann man mal machen. Ist ja auch gut. Also bei meinen super Taktiken, da kloppe ich ja gerne mal kloppe ich halt gerne mal drauf, ne? So, und ich soll jetzt hier so machen. Muss aber länger halten. So. Gehen die jetzt wieder weg? Alle anderen? Ja, okay. Ich muss also erstmal hier anfangen. So. Breitblattkletterpfeile. Pfeile schlagen in der Nähe platzierte Pfeile beim Einschlag heraus. Aha. So, und da ist unser Vorratsschuppen, aber... Hast du noch mehr Goldmünzen gefunden? Ich glaube, sie werden misstrauisch. Vielleicht muss ich kurzfristig abtauchen. Aha, ich bin der mysteriöse Typ. Doch. Hast du verstanden, ne? Haben wir jetzt schon wieder so viele Punkte, dass ich mir noch das Outfit gönnen darf? Anscheinend schon, ne? Das Kommando-Outfit. Gewehr, Granatwerfer. Unser Zielding liegt ja hier nicht mehr. Komm, das geht ja noch. Nehmen wir das auch nochmal mit hier. Kommando. Da hast du dich schon gefragt, ne? Hast du Bock gehabt, dass ich mich hier umziehe vor dir, ne? So sieht's nämlich aus. So, jetzt gehen wir mal hier weg. Tschüss, Mann. Wollen wir unser Kommando-Outfit dann auch gleich mal angucken? Ich meine, jetzt haben wir uns das gegönnt hier, dann will ich jetzt auch wissen, was hier Sache ist. Ab in die Outfits. Wo ist es denn jetzt? Kommando. Und Sterbliche, das hatten wir doch alles schon. Jägerin. Sperber. Kommando. Na? Tarnhose und schwarzes Tanktop mit Taktikweste. Outfit-Bonus reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Ist ein bisschen frisch, das Outfit. Na, warum kommt denn hier jetzt das mit den Kletterpfeilen, während ich im Menü bin? Muss das sein? Man möchte doch jetzt schön ohne die Schrift davor das Outfit angucken. Ja, das ist schon sexy, Maxi, aber ist ein bisschen kühl, ne? Deswegen nehme ich lieber mal wieder was mit Kapuze hier. Ne, die friert ja schon genug hier. Das ziehen wir gerne nochmal an, wenn wir irgendwo drinne sind. Das ist lustig, das machen wir. Ja, was mache ich jetzt? Sehr schön. So, jetzt kann ich ja hier unten auch mal das hinschießen. Und verbinden gleich. Toll. Ganz toll. Jawohl. Und? Teil Vollautomatik Flinte 154. Das ist ja nicht so viel. Da müssen wir noch ein bisschen suchen. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Laura. Aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvorgekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden und mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte sei vorsichtig. Ja, Jonah, das war Kontaktfunkrufe. Er hat es bis in die Anlage geschafft, das hätte ich ahnen können. Viel Glück, Jonah. Jo. Alles klaro. Dann gehen wir mal weiter hier. Da hinten ist ein Rucksack. Den sehen wir schon mit unserer Special-Fähigkeit. Und hier im Boden ist auch noch was. Das brauchen wir alles. Wir wollen ja besser werden.
viel besser werden. Ich ärgere mich auch. Manchmal sehe ich im Nachhinein in meinen Aufnahmen immer, dass ich auch was übersehe. Aber das sage ich ja öfters mal, dass ich gerne was übersehen kann. Das Spiel ist so umfangreich, da guckt man automatisch, glaube ich, nicht immer in jede Ecke. Karte aktualisiert, Geheimnisse entdeckt. Na. Ich muss Schutz suchen. Oh, das ist aber schon heftiger Schneesturm hier. Krass. Was ist da rechts? Kann man da mal hin, in die Ecke hier? Ist da was? Wir gehen mal erstmal da hin. Genau, da wird uns auch hingeleuchtet, aber das sieht man ja auch so. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. So, da sind wir wieder. Eine kleine Erinnerung war das und ich mag diese Erinnerungssequenzen. Das war jetzt wieder schön. Vor allem war es da so warm und frühlingshaft und sie ist hier in der Kälte und friert total. Oh, wir schaffen das schon. Mit der Kraft, dass da noch Freunde sind, die ihre Hilfe brauchen, schafft Lara das bestimmt. Wir schießen das schon mal hier ran. Oh, das hat nicht so gut funktioniert. Genau, aber wir können ja auch erstmal nach oben, anstatt dass wir nach unten gehen, oder? Ich weiß nicht, wo wir hin sollen, aber vielleicht finden wir ja hier noch was. Okay. Wir sollen aber da oben hin. Was war denn dann unten? Das ist jetzt gemein, ne? Weil man ja überhaupt nicht weiß. Vielleicht kann man oben und unten lang. Für den Fall, dass man diese Ausrüstung noch nicht gefunden hatte, dass man sich da rüberhakt. Weißt du? Nee, da war nichts mehr. So, dann gehen wir nochmal hier rein in die Höhle. Bleib mal hier stehen. Bleib natürlich stehen, weil ich zwischendurch immer mal Screenshots mache. Es ist immer so toll. Weil ich mich ja nicht satt sehen kann, ne? Aber aus, als wäre da noch was. Nee. Ach, hier hätte man auch rüber sich hakeln können. Okay. Dann gehen wir da nochmal durch die Spalte. Mal hinter mich gucken. Trinity aufspüren. Folgen Sie Sophias Weg zur Trinity-Basis. Machen wir. Gucken, was uns erwartet. Wow. Achso, das ist zum Rüberschwenken, nicht zum Ranmachen. Frag mich immer, ob es hier so Nebenquests auch gibt, aber okay. Oh, da Quatsch. Das war jetzt doof von mir. Ich muss mich ja mit dem Pfeil ranmachen und dann rüberschwingen. Ja, das ist so. Man gewöhnt sich jetzt an dieses Haken-Ding und dann springt man einfach drauf los. Das war jetzt schön, oder? War einfach mal so. Oh, 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 tot. So. Nicht runterfallen, Lara. Schön weiter nach oben klettern. Jonah muss irgendwo da oben sein. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die
Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Nein. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Trinity ausspüren. Suchen Sie einen anderen Weg auf die Klippen. Ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Ja, Konstantin will seine Schwester natürlich retten. Aber vielleicht können wir das auch verhindern. Oh, guckt euch das an. Oh, es ist so... Oh, ich werde dieses Spiel auf jeden Fall nochmal spielen. Auf jeden Fall. Ob es direkt danach sein wird oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber, huch, ach, du hast dich direkt so rangedingst. Das ist natürlich auch schlaui. Dann braucht man nicht klettern. So, und zack, sind wir oben. Können wir da so ein Tier gleich mitnehmen noch? Hm? Gehen wir mal hier runter, gucken wir mal, was hier ist. Ich gucke genau hin. Da ist so ein bisschen Astkram, können wir da mal eben hin? Und können wir vor allem hier auch tauchen oder ist das nicht gut? Ist natürlich arschkalt hier. Aber vielleicht findet man ja was, deswegen. So, ein bisschen Holz. Boah, sie friert. Ist hier was? Ist hier was hinterm Wasserfall? Ich muss es ja mal ausprobiert haben. Da wir ein Tauchergerät haben. Ja. So eine Wurzel. Okay. Gut, wir gehen mal raus. Kannst du hier raus? Kannst du da raus? Ja, komm. Ah. Gut, wo kann ich raus? Hier? Hier. Ich will nicht wissen, wie die frieren würde. In Wirklichkeit geht das gar nicht. Hier so. Da war doch. Ist doch klar, dass da was ist. Wir sind ein eifriger Lerner. Spuren. Ein Hirsch. Ein Hirsch. Den haben wir. Den habe ich nochmal mitgenommen. Und wir brauchen für unsere Pfeile immer ganz viel Holz. Und wir haben jetzt vielleicht auch noch, genau, irgendwie Weihfellkrams. Und ein kleines Eichhörnchen. Lauf nicht weg. Bibi, ich weiß, es tut weh, aber es muss sein. Das war Bibis Cousine. Babsi. Das war's mit Babsi. Es tut mir leid. So, ja. Da geht's lang. Ich könnte mir vorstellen, dass hier in den Ecken noch ganz viel ist. Eigentlich. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen auf. Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Er könnte noch etwas wissen, aber Konstantin wird das schon bald herausfinden.
Oh, jetzt nicht bewegen, Lara. Hoffentlich kommt er nicht hierher. Ich würde sagen, wir schauen mal im nächsten Part, was hier mit Rise of the Tomb Raider weiter abgeht. Und den Trinity-Leuten. Wir haben so eine kleine Kamerafahrt hier. Ah, das Spiel ist so toll und so spannend. Macht total Spaß. Schaut doch gerne wieder rein und hinterlasst mir doch einen Kommentar oder Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Bis dann!